Hallo und willkommen hier zurück in Sandrock Und ja, wir sind hier auf der großen Bühne, weil wir uns etwas anschauen wollen, beziehungsweise euch präsentieren. Nämlich, es gibt einen neuen Teaser-Trailer zu Evershine. Und den möchte ich euch äh, mal zeigen und dass wir uns hier mal zusammen anschauen. So, das ist der Teaser-Trailer zum äh, Kickstarter. Und dann schauen wir uns das mal an. Gibt es noch mal ein paar neue Szenen? Vor allem mal ein bisschen aus dem Spiel heraus zum ersten Mal. Da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. So, hier sehen wir schon mal ganz normal das Pferd. Das sieht es eigentlich relativ, ja, ein Pferd aus, nicht sehr exotisch. Hier sehen wir noch mal, ja, ein paar Figuren, das erinnert sehr äh, an Project Me. mit dieser Kutsche hier. Kommt man da an? Äh, warum eigentlich auch immer? Weil wir haben ja auch Autos. Wir haben ja eins gebaut in Centrock. Das scheint unsere Spielerfigur zu sein oder eine Spielerfigur auf jeden Fall, weil die sieht so absolut nur noch 15 aus. Ähm, ja, von der Grafik her. Die Figuren sind natürlich komplett anders, sind länger. Für, ja, sein Gesicht, das drücke ich jetzt nicht so geil, aber sie sieht schon komplett anders aus. Die Landschaft, bin ich jetzt ein bisschen überrascht, sieht gar nicht so besonders viel schöner aus, mal ganz ehrlich gesagt. So, Avery, ja, war klar. Sieht natürlich jetzt auch ganz anders aus. Detailreicher, ein bisschen ja, moderner, erwachsener das Gesicht hier, das Ganze. Der Stoff hier, die Textur sieht ganz nett aus. Hier allerdings auf der anderen Seite wieder so ein bisschen wachsartig, matschig. Ähm, ja, so teils, teils verschönert die Grafik hier. Auf jeden Fall hat sie mehr Details. Trotzdem hier noch ein bisschen eckig. Weiß nicht, was die alle von mit dem haben, dem Typen. So, hinten das Pferd. Das sieht jetzt ziemlich normal aus. Das könnte jetzt einfach von Justice ein Pferd sein. Ähm, da haben sie anscheinend die Tiermodelle nicht sonderlich geändert. Warum auch? Die sind eigentlich in Sandrock sehr gut. Die Ferne, Kamele, alles super animiert, sehr schön gemacht. Warum sollte man das also ändern? Da hat man auch anscheinend auch vom Fell sehe ich jetzt hier nichts anderes ist genauso aus wie in Sandrock. Vielleicht haben sie es aber auch nur für den Trailer zu erstellen, einfach nur die äh, Grafik, die Assets teilweise eben aus dem Sandrock-Spiel so genommen und haben halt hauptsächlich nur die Figuren hier an, an sich geändert. Keine Ahnung. Jedenfalls das Pferd sieht eigentlich stinknormal aus, wie wir es auch aus Sandrock kennen. So, hier haben wir unseren Monsterjäger und dann haben wir hier mal so einen Landlord-Blick über die Landschaft. Äh, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, was sehen wir da eigentlich? Äh, also, das wird ja hier wahrscheinlich der Monsterjäger im Spiel sein. Ähm, Ragnar, warum er der Ragnar heißt. Jo, also so einen Übergang sehen wir hier, so von diesem Fluss anscheinend so geteilt, zwischen so einem fruchtbaren Land auf der einen Seite mit Tannen und so ein bisschen Mischwald, auf der anderen Seite sehen wir hier Wüste. So, also so ein, so ein Übergangsgebiet. Dann haben wir hier diese merkwürdigen Strukturen im Hintergrund, keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht sind Reste von Kratoris Mega World übrig geblieben. Ist. <laughs> ja, keine Ahnung. Also, das ist schon ein bisschen crazy. Vielleicht sind das hier ja die Ruinen von Orsu, keine Ahnung, weil hier sieht man auch noch Gebäude, so eine Mauer, äh, Hochhäuser, die ein bisschen zerfallen sind. Das erinnert auch sehr an Sandrock, finde ich. Diese Hochhauszahlen von diesem Kaufhaus und so weiter. Also, was immer das an der alten Welt mal gewesen sein sollte, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht so erklären. Sieht aber sehr beeindruckend aus. Und dann ähm, kennt das ja so: einen Blick auf die Berge, sieht alles sehr groß und nah aus, aber unglaublich weit weg. Also, es könnte wirklich eine ziemliche Entfernung sein. Dann ist es aber auch ein extrem hohes Teil hier, was immer das da ist. Hier sieht man so ein kleines Gebäude mit so einem Türmchen aus, wie so eine Kirche mit so einem Propeller hier oben drauf. Hier ist auch nochmal ein kleines Gebäude. Also, hier gibt es durchaus so ein paar. Übergangsgebäude, die so in der Grenze sind und hier rechts geht es anscheinend dann zu Evershine oder zu dem Gebiet, was dann zum Evershine-Spiel gehört, vermute ich mal. Hier ja, auch nochmal so ein Blick, jetzt eine Fahrt auf die diese Ruinen hier, das sieht jedenfalls sehr nach Ruinen aus, so ein bisschen anderer Look als in centrock teilweise hier haben aber auch wieder diese hohen, schlanken Türme, also haben sie vielleicht auch nur für diesen Teaser-Trailer, weiß ich nicht, die gleichen Assets genommen, die sie auch in also die gleichen äh, Modelle hier, die wir auch in Sandrock haben. Das sieht auch sogar auch ein bisschen nach Porsche aus. Da hat man ja auch am Anfang so diesen kleinen Fluss, dann diese Felder. Also hier so eine Mauer die ganze Zeit, das alles eingrenzt, Windmühle. Ähm, eigentlich so ein ziemlich standardmäßiges Setting, wenn man sich das so mal anguckt. Hier so einen großen Baum. Ja, das ist, der könnte auch direkt aus Sandrock sein. So, äh, hier sieht man auch nochmal was, die übliche Gleiter, Den gibt es ja mittlerweile in sieben survival Spielen. das ist eigentlich auch nichts mehr so besonderes, ne? Ja, aber, äh, ich sag mal, Breeze of the Wilds und so weiter lässt grüßen, also das gibt es jetzt überall, ähm, auch im Perlwald könnte ich da rumfliegen, auch mit allen möglichen Tieren auch, von daher, aber es ist ganz gut, dass man hier nochmal was weiteres hat, außer jetzt Reittiere, weil davon habe ich außer Pferden hier noch gar nichts gesehen bisher. Aber wir haben auch wirklich noch gar nicht so viele von dem Spiel selbst bisher gesehen, außer ein paar Grafiken. Also, man kann jedenfalls mit einem Gleiter auch umfliegen. Für den braucht man anscheinend Kraft, weil da haben wir hier jetzt hier unten eine neue Anzeige. Hier sieht man auch mal ein bisschen was vom Interface, obwohl das noch ziemlich langweilig aussieht. Bestimmt auch noch in der frühen Phase, hoffe ich mal, weil das ist sehr schmucklos. Hier haben wir wahrscheinlich dann unsere Schnellbelegungsleiste, wo wir was reintun können. Hier haben wir eine Anzeige für Hunger, so wie das aussieht. Und hier für Energie. Und das ist dann wahrscheinlich Kraft, damit wir uns an dem Ding festhalten können. Und hier dann äh, Gliding Space Move WASD. Also, hier hat man eine Tastatursteuerung benutzt. Äh, und die Grafik hier, ja, da sieht man im Hintergrund nochmal diese Ruinenlandschaft in weiter Ferne. Die wird wohl also wahrscheinlich immer im Blick sein. Ähm, hier noch diese Windmühle, die haben wir auch schon tausendmal gesehen. Dann haben wir hier so eine Art Wassermühle. Das sieht etwas sieht wie so ein Wasserrad aus. Felder, hier hat jemand ein Lagerfeuer mit einer Kiste. Vielleicht ist das der Startpunkt von dem Spieler. Kann, kann durchaus sein. Hier sind noch Ruinen. Steckt man das sind alles Ruinen, die jetzt nicht zur Stadt selber gehören. So überwuchert. Hat ein bisschen einen anderen Stil als in zentrock Und hier sieht man dieses, wo er gerade drüber weggeflogen ist, nochmal aus einer Perspektive. Das ist wahrscheinlich auch eine Spielerfigur jetzt als weibliche Figur. Hier sehen wir auch nochmal so ein bisschen Landschaft. Die sieht eigentlich nicht viel anders aus als in Centroc muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich jetzt eigentlich sogar ein bisschen überrascht. Hatte ich mir ein bisschen Schöner vorgestellt, also dass man das nochmal ein bisschen auf eine höhere Stufe bringt, weil Grasbäume und so sind auch schon relativ simpel, sind zwar auch schön gemacht, aber eher zweckmäßig. Das ist eigentlich vom Gras her und die Bäume gleiche Stufe wie ein Sandrock. Ähm, was ein bisschen anders ist, das Tier hier. <laughs> da haben wir eine ganz normale Kuh. Also jetzt nichts gegen Kühe, aber es ist kein Jagdmel, kein mutiertes Tier oder irgendwas, einfach nur ganz normale braun-weiße Kuh. Also, wenn wir auch hier Milchwirtschaft, Viehwirtschaft vielleicht haben, Kühe, man weiß es nicht, das ist natürlich aus einer frühen Phase des Spiels. Ähm, die haben das ja noch nicht fertig. Es wird ja noch erst noch äh, finanziert mit über Kickstarter. Es wird noch äh, ja, es ist wahrscheinlich noch nicht mal richtig in der Alpha drin. Es wird über All Access vermutlich mal erscheinen, so wie bisher die Spiele. Deshalb kann es auch sein, dass sich die Kuh vielleicht auch noch irgendwas anderes verwandelt irgendwann. Vielleicht ist es nur ein Platzhalter. Auf jeden Fall haben wir hier eine ganz normale Kuh erstmal mit drin. Es aber auch eines der wenigen Tiere, das ich hier mal sehe. Und hier sieht man auch noch mal ein bisschen was Interface. Ähm, hier oben eine Minimap. Die ist jetzt nach oben links gewandert. Ob das jetzt übersichtlicher ist, weiß ich nicht. Ob ich jetzt eher nach unten oder nach oben schraube, wenn ich laufe. Ähm, hier sieht man dann auch noch mal so eine kleine Anzeige von, von der Tageszeit, von der Jahreszeit und die Uhrzeit hier oben. So, hier sieht man zwar mal andere Tiere, nämlich Biber. Das scheint unsere ersten Gegner hier zu sein. Warum auch immer Biber? Ich weiß nicht, was hat man gegen Biber? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, die werden hier vermöbelt. Von unserer Spielfigur hier mit Holz... Schild und Steinschwert und Steindolchen gibt es hier als Waffen. Also ganz normal, sehr früher Level hier anscheinend. Äh, man hat hier zwei oder drei Figuren links an der Seite. Level 1, also wirklich sehr früh. So, der kloppt hier auf die armen Biber ein und kriegt dann hier Holz. Ist natürlich nicht ganz unwahrscheinlich bei Bibern und Experience Points. Äh, was immer die gegen die Biber haben. Ähm, ja, hier sieht man aber auch, dass er mit zwei anderen Figuren eben mitkämpft. Dass sie hier mitkämpfen. Avery zum Beispiel. Rudi steht dann so rum. Da möchte ich wahrscheinlich seinen Anzug nicht kaputt machen. Also, hier kann man mit äh, weiteren Figuren, das scheint auch ein Feature des Spiels zu sein, äh, zusammenspielen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt ein mehrspieler ist, dass man also hier zu dritt spielen immer kann, mit ähm, der Hauptfigur noch zwei anderen Figuren, die Mitspieler sind, oder ob man generell zwei weitere Begleiter dabei hat, die man sich dann aussuchen kann, die den ganzen Tag hinter einem herlaufen. Weiß ich nicht, es erscheint ja, ja beliebt zu sein bei Spielen momentan, dass man da immer KI gesteuerte Begleiter bei allem hat. Wie viel KI die dann wirklich haben und ob die sich nicht dumm anstellen und dann die ganze Zeit in irgendeine Schlucht fallen, während du irgendwas abarbeiten bist, weiß ich nicht. Äh, oder ob das hier nicht eher auf die Nerven geht. Muss man sehen. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur so ein Mehrspielerpart. Ähm, ja, lass uns überraschen. So, hier so eine, ich denke mal, die gehört hier dann zur Truppe. Die nennt uns hier Gouverneur. Da sehen wir auch schon, wo es in diesem Spiel so in, die, in welche Richtung das geht. Wir sind ja hier der Anführer. Wir sind nicht einfach nur der Handwerker wie wir in den letzten Spielen. Wir haben also auch eine ganz andere Rolle in diesem Spiel. Daran müsste man sich natürlich auch mal gewöhnen. Und das Gras hier hinten sieht auch, auch eigentlich nicht viel anders aus als ein Sandrock. Nur es ist es grün. Jetzt haben wir halt hier mehr grüne Farben statt Sandfarben. Also ein bisschen mehr. Ja, nicht so pastellig wie in Porsche vielleicht, aber eben mehr grüne Flächen. Ist ja auch ganz gut. So, hier sehen wir Freya nochmal so mit einem verträumten Blick auf ihrem Gamerstuhl hier. Das ist aber, glaube ich, einfach nur eine, so eine Ingame-Szene und keine wirklich aus der Spielgrafik raus. Und ja, hier sind sie hier. Die hat erstmal ein interessantes Tattoo hier und hier anscheinend auch irgendwas. Äh, hier so dieses Haifisch-Symbol. Ja, die kennt man wahrscheinlich auch aus Porsche. Nämlich Everglades. Das ist äh, der alte Look, sag ich jetzt mal. Und eben haben wir den neuen Look von ihr gesehen. Also schon sehr verändert. Aber auch nicht, ja, ich sag mal, schon moderner. Aber auch nicht auf so einem Level, wie ich es vielleicht erwartet hätte, angrund der äh, Evershine-Grafik. Es ist schon eine Evolutionsstufe weiter als die Sandrock-Figuren. Wie gesagt, es ist immer noch sehr früh, die Haare sind auch noch was grob. Also, wir haben jetzt hier nicht so einen Final Fantasy-Look, wo jedes Haar noch einzeln noch animiert ist und was weiß ich. So komplett übertrieben. Es ist schon was Erwachsener. Die Figuren sind länger, sind größer, sind gestreckter, haben mehr Details. Okay. Aber mir fehlt nur ganz, ehrlich gesagt, nur ein bisschen aber der Charme an diesen Figuren bisher, was ich da so gesehen habe. Hier haben wir dann nochmal die zusammen hier von der Grafik. Sieht natürlich gezeichnet nochmal ein bisschen anders aus im Look. Die haben wir ja jetzt, den haben wir jetzt gesehen. Sie haben wir hier gesehen, den haben wir, diesen Rudy, glaube ich, ist das, haben wir gesehen, Elvery haben wir gesehen, sie hier haben wir gesehen eben am Schluss. Die stand auch auf dem Luftschiff, so wie das aussah. Könnte also interessant sein, ob sie jetzt die Antagonistin ist oder ähm, ja, ob sie zu den Guten gehört, keine Ahnung. Hier den Weißhaarigen haben wir jetzt nicht gesehen hier im Spiel. Ich denke mal, das wird, soll unser, sollen unsere Spielercharaktere sein, die zwei Schönlinge hier. Wir sind natürlich immer jung, stark und schön in diesen Spielen, ist ja klar. Und er hier soll, glaube ich, äh, eine Figur aus Porsche sein, die am Ende verschwunden ist. Und wie hieß der nochmal? So ein Typ mit A, äh, mit einem Mackenbart und einem Schwert. Ihr wisst das wahrscheinlich, wie ihr das gespielt habt. Ähm, ja, die haben wir jetzt hier so nicht gesehen. Gezeichnet natürlich nochmal was anderes, als wenn wir uns hier jetzt diesen Look hier angucken. Von daher bin ich dann schon so ein kleines bisschen mehr beruhigt. Hätten die jetzt so ausgesehen, hm, weiß ich nicht ähm, ja, alles in allem, sieht hübsch aus, es ist ein bisschen eine Stufe weiter, vielleicht als Zendruck wieder, Zendruck war ja auch wieder eine Stufe besser von der Grafik her als Porsche, hatte natürlich so einen anderen Artstyle, aber die Grafikengine und die äh, Figuren, ähm, was viele viel Polygone gemacht sind, wie die gerendert sind und so weiter, das ist, waren die, die, die Modelle waren natürlich aufwendiger in Zendruck als in Porsche, <laughs> Hier sind sie noch mal ein bisschen eine Stufe weiter gewachsen. Das Gelände sieht für mich aber auch nicht so viel mehr anders aus als ein Sandrock. Andere Farben, ein bisschen äh, Gebäude, ein kleines bisschen anders, vielleicht andere Tiere eben. Die Biber hier oder auch, könnten auch Maulwürfe sein, ist jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied. Also letztendlich sind die Figuren halt ein bisschen ja moderner, menschenähnlicher, weniger komikhaft. Nur wie gesagt, mir fehlt da noch so ein kleines bisschen so der der Charme oder der Funke, der da so überspringen soll. Na gut, aber das ist ja auch nur erstmal ein Teaser. Das ist nicht das fertige Spiel, was wir hier vor uns haben. Aber wir können das Spiel schon bei Steam jetzt Wishlisten. Wir können das jetzt hier draufsetzen. My Time and ever Everschein, sucht das mal bei Steam. Dann könnt ihr da schon das auf die Wunschliste setzen. Ihr könnt dem ganzen folgen. Dann kriegt ihr auch die ganzen Community-Updates mit oder Ankündigungen. Von den Entwicklern. Ihr könnt aber auch sagen, das interessiert mich überhaupt nicht und könnt das ignorieren, dann kriegt ihr auch nichts mit. Das ist dann natürlich eure Entscheidung. Hier gibt es auch schon eine komplette Seite. Ist natürlich jetzt erstmal leider nur in Englisch. Hier steht auch, das Spiel ist momentan auch nur in Englisch und Chinesisch. Das kann sich natürlich noch ändern. Ich denke mal, das Spiel wird hier ist es natürlich jetzt erst eine ganz frühe Version der Seite. Es wird in Access erscheinen, nehme ich doch mal sehr stark an. Und hier kann man schon mal sich ein paar Details nochmal angucken. Hier haben wir noch mal, was wir im, im Trailer gesehen haben, auch nochmal zusammengefasst. Welcome to Evershine, dem dritten Spiel der MyTime-Serie. Und wir haben eine 3D Open World Simulation RPG, wie man das jetzt hier so nennt. Postapokalyptisch und äh, 330 Jahre nach dem, ja, nach dem Untergang. Und äh, was noch eher interessant ist, vielleicht das ganze Spiel drei Jahre nach den Events in MyTime at Sandrock und in Porsche. Also drei Jahre wahrscheinlich nach dem großen äh, Ende des, des Konflikts mit Duvos, nach der Geschichte in den Sandrock dann abgeschlossen ist. Also drei Jahre weiter. Okay, was immer das jetzt bedeutet. Wir haben also erstmal wahrscheinlich so ein kleines bisschen Frieden und haben diesen nördlichen Entwicklungsplan weiterverfolgt. Und so sieht das hier nämlich aus. Also das äh, Duvos-Imperium und Aether ähm, sind hier bei diesen Orso-Ruinen weiterhin tätig und man hat die Allianz, möchte diesen nördlichen Entwicklungsplan weiterverfolgen und dort eine neue Siedlung gründen. So ein bisschen nur als Pufferstaat sozusagen für eine bessere Verteidigung auch gegen Dovos. Und äh, ja, so wie ich auch ein bisschen spekuliert habe, das wird wahrscheinlich dort oben im Norden dann sein. Also so ein Übergang zwischen Wüste und fruchtbaren Land, so wie wir es in den Grafiken hier auch sehen. Wie oft wirft ihr dann ihren Zettel eigentlich weg? Naja. Hier habt ihr es dann so angesiedelt und drei Jahre nach den Centroc-Ereignissen. Okay, das heißt aber auch, alles, was in Centroc war und auch in Porsche, ist mit dem Spielern abgeschlossen, weil das Vergangenheit ist. Hier sehen wir dann an Figuren, das ist natürlich das Wichtigste für viele, die äh, romanceable sind, also mit dem wir mal anfangen können irgendwie oder auch nicht. Das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, da haben wir hier immer Panna, Freya, Avery, Ragnar, Tia. Von denen haben wir noch gar nichts gesehen hier von den Grafiken oder im Spiel selber. Und dann hier Victor. Der ist noch so gar nicht hier gezeichnet. Das vermute ich mal, ist der Weißhaarige hier auf unserem Evershine-Bild. Ähm, dann können die Kickback die, die Bäcker bei den Kickstarter noch entscheiden, wahrscheinlich je nachdem, wie viel Geld zu zahlen, ähm, ob es noch weitere Romanceable-Charaktere gibt. Zwei. Naja. Irgendwas muss man halt als Goodies da anbieten. Finde ich allerdings auf der anderen Seite auch ein bisschen albern. Gibt's ja halt nicht. Haben sie nur die? Weiß ich nicht. Also, sonst so viele einbauen wie möglich. Für viele Leute ist das halt wichtig. Customizing, also die Klamotten, äh, wie die Figur aussieht und mit wem man Romanze eingehen kann. Das ist für viele wichtiger als der ganze andere Krempel teilweise. Äh, für mich jetzt nicht so ganz, aber ist natürlich immer Geschmackssache und wie man so ein Spiel anlegt. Hier will man das so als Zuckerle für die Kickstarter noch einbauen. Wenn, ihr, so, wenn wir dieses Finanzierungsziel von 78 Millionen Euro erreichen oder Dollar oder Yen oder was auch immer, dann gibt es noch zwei weitere Figuren. Hm, naja, okay. Aber so ist das ja meistens mit Kickstarter. Dann äh, Hier aber noch mal was zur Rolle in diesem Spiel. Wir spielen den Gouverneur von Evershine. Das heißt, wir sind nicht einfach nur so ein Handwerker, der Aufträge macht und ansonsten eigentlich entscheiden kann, was er will. Was möchte ich machen? Was baue ich heute? Tralala. Nee, hier haben wir im Grunde eine ganz andere Rolle. Wir haben eine ganz andere Verantwortung. Wir müssen hier wahrscheinlich Dinge entscheiden und Leute anleiten oder Dinge delegieren. Das ist eigentlich ein bisschen eine andere Spielweise, als wenn wir jetzt ähm, ja, ein freier Handwerker sind, der tun lassen kann, was er will. Hier sind wir eine Führungsperson. Ob das jetzt vom Stil. Also vom Spielstil wirklich dann spaßbar, weiß ich nicht. Also so Spiele, wo man da überall der König ist, können auch irgendwann langweilig werden, weil du bist dann einfach nur mit Aufgaben überschüttet und dann dusselige Untertanen machen, die meistens nicht das, was sie wollen. Und du bist selber aber nichts am Erschaffen, am Bauen, am Tun und Machen, sondern gibst einfach nur Anweisungen immer weiter den ganzen Tag. Weiß ich auch nicht, ob das so geil ist. Da wäre ich lieber wieder Handwerker gewesen oder sowas. Wäre aber allerdings für manche auch wieder zu langweilig. Ich weiß nicht, wie sie, es, wie sie es hier anlegen wollen, weil es kann ja schlecht sein, dass der Gouverneur hier ständig auch alle Häuser selber baut. Dafür hat er denn die ganzen Leute? Da braucht er auch nicht Gouverneur sein. Ne? Kann ich eh gleich alles selber machen. Ähm, ja, hier noch gehen Sie nochmal auf das Bauen ein. Äh, vom Häuserstil hier. Ja, ist natürlich was anderes als ein Sandbox oder Porsche jetzt. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Disney World-Version von Europa für mich so, diese Häuser. Ähm, ja, sieht für mich jetzt nicht so prickelnd aus, aber ja, kann natürlich jetzt auch nochmal der frühen Phase des Spiels geschuldet sein, ist aber für mich so, so klischee-abziehbildchenhaft ein bisschen. Ja, naja, gut. Also, alle rotes Dach, alle weiße Wände, äh, so wie eine, weiß ich nicht, eine Münchner Reihenhaussiedlung, wo jedes Haus gleich aussieht, wo der Architekt so absolut null Fantasie gehabt hat. Ja, naja, vielleicht bin ich da aber auch überkritisch. Wie gesagt, ist. Vielleicht auch nur einfach nur eine frühe Grafik und die Häuser können auch ganz anders aussehen. Ähm, der Porsche waren sie eher ein bisschen verrückter. In Sandrock waren sie auch teilweise so zusammengeschusterte Gebäude, die so aussahen, als hätte man eben das genommen, was man gefunden hat. Äh, die auch innen teilweise anders ja, von den Maßen waren als außen. Hier ist es eher so nur noch 15 Reihenaussiedlungen. Ne? Also von daher, hm. Dann haben wir hier Multiplayer-Koop. Also du kannst die ganze Story mit zwei ähm, bis zu drei Spielern zusammenspielen. Und du kannst also zusammen dann eine Stadt aufbauen und dich gegenseitig helfen, auch beim Kämpfen und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann noch im Spiel selber eben noch zwei Figuren auch dazu nehmen kann, die dann vom Computer gesteuert werden. Oder ob das jetzt generell ein eingebauter Multiplayer-Modus ist. Ähm, da ist mir dann die Frage, ob es da Crossplay gibt, wenn du eine Playstation hat und einen anderen PC. Hm, keine Ahnung. Wäre natürlich geil, wenn sie das machen würden. <laughs> was auch noch so ein kleiner Haken ist, das Spiel, nach allem, was ich bisher gelesen habe... Wird nur für PC, Xbox und die PS5 erscheinen. Jedenfalls ist das bisher so geplant. Für die Switch wohl nicht. Das heißt, die Switch-Spieler werden dann so ein bisschen außen vor gelassen. Kann ich auf der einen Seite auch verstehen, weil die Switch ist so eine alte Plattform, muss man ganz ehrlich so sagen, die so relativ ausgelutscht ist von der Hardware. Was sie nun mal eben kann. Ähm, ja, dass man da natürlich sagt, ich möchte in Zukunft die Spiele nicht auf so einer alten Plattform entwickeln. Weil das ist mit der Performance jetzt schon schwierig. Und wie zukunftsfähig ist das? Es wird eine neue Switch rauskommen. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Ob die noch dieses Jahr präsentiert wird, weiß ich nicht. Da warten natürlich auch alle drauf. Die hat natürlich wahrscheinlich ganz andere Hardware-Möglichkeiten. Die wären ziemlich dumm, wenn sie da nicht die Hardware aufbauen würden, dass sie leistungsfähiger ist. Ähm Und dass man da vielleicht wartet, dass es später vielleicht mal eine Switch-Version gibt, wie die Switch 2 oder wie man sie so nennt. Äh das steht noch in den Sternen. Momentan auf jeden Fall steht erstmal fest nur die großen Konsolen und PC. Ist dann leider so. Aber ich weiß auch nicht, wie die Performance auf der Switch generell ist. Ich habe nur gelesen, dass der eine oder andere da wirklich Probleme hat, dass es ein bisschen äh, langsam läuft und nicht so super geil ist dann teilweise. Es fehlen noch manche Funktionen, weil die Switch dann von der Hardware überfordert ist. Ähm. Ja, und da ist vielleicht auch dann die Frage, wie zufrieden sind die Spieler mit dieser Switch-Version? Und wenn da nicht so der große, äh, die große Zufriedenheit herrscht und auch nicht viele das kaufen deswegen, das Spiel, lohnt sich dann auch nicht für eine weitere Switch-Version nochmal so ein Spiel zu entwickeln. Ne? Weil das ist, selbst wenn du das Spiel erstmal nur für den PC entwickelst, du musst es aber trotzdem immer portieren auf die verschiedenen Plattformen, die alle ihre eigenen ähm, Anforderungen haben, was Speichersystem angeht, was die Hardware kann. Ähm, was die Qualitätskontrolle angeht, dafür muss du auch nochmal Geld ausgeben. Du machst Leute, die das können, dass es eben auf einer Lauffähig ist auf der Switch oder auf der Xbox und so weiter. Und da musst du sich entscheiden, was kann ich da investieren. Und da ist es für Kickstarter und für die ganze Finanzierung, die sie wahrscheinlich hier für das Spiel haben, erstmal, haben sie sich gedacht, da machen wir die nur die drei Hauptplattformen. Und dann gucken wir mal. Also es kann sein, dass es vielleicht mal für die Switch 2 kommt. Wenn es von der Performance gut läuft, wenn sie dumm wird, es nicht machen, weil letztendlich. Die Switch hat ein großes Publikum, sehr viele Spieler. Ähm, wenn man die außen vorlässt, wäre eigentlich blöd. Aber okay, äh, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Äh, alles andere hier, Anforderungen, ist alles noch, äh, muss alles noch angekündigt werden, ist alles noch nicht so richtig drin. Hier, kann man, hier sieht man auch nochmal ein paar grundsätzliche Sachen. Wir können unseren Charakter, einen Charakter erstellen, ist klar, wir haben High Quality, Art Direction. Ist klar, das sagt jedes Spiel von sich. Wir haben unsere ganz eigenen Siedler mit ihren eigenen Stories hier im Spiel. Okay, bin ich auch mal gespannt. Also man soll ja auch hier Siedler anwerben irgendwie, dann die dann in Evershine dann eben ja, die Siedlung weiterentwickeln. Keine Ahnung, wie sie das machen. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Dann äh, wir können also drei follower haben die im spiel uns dann helfen ob das jetzt damit dieser äh, multiplayer modus gemeint ist keine ahnung oder ob wir wirklich ki gesteuerte figuren haben werden wir sehen. Dann gibt es natürlich auch wieder Seasonal Events und Minigames, also das Übliche, was wir so kennen. Es gibt dann wieder ein Frühlingsfest oder irgendwie Wettreiten oder Biber schlagen, ich weiß es nicht. Äh, mit Minigames da verbunden. Ich hoffe, die übertreiben es da nicht. Mittlerweile ist es ja einfach so, dass du für alles ein Minigame mittlerweile hast. Wenn du einen Kochlöffel schwingst, in der Tür aufmachen willst oder willst ein Fenster zu machen, hast du ein Minigame. Ich würde mich schon, dass ich aus dem Haus kam, ohne ein Minigame dafür zu machen. Also es, es ist auch schon teilweise ein bisschen zu viel. Ähm ja mehr Zeitquests ja okay klettern ähm, glide everywhere wir können überall rumklettern rumfliegen das ist natürlich schön ich kletter sowieso mal gerne überall rum und ähm, wenn wir noch ein bisschen fliegen können ist auch nicht schlecht und äh, und sehr, sehr viel mehr das ist sehr viel mehr da bin ich mal gespannt drauf was das sein soll ich hoffe auf jeden Fall, dass sie es ähm, genauso machen wie es in Sandrock oder auch eben wie es im Porsche auch ist, dass sie auch viel Wert auf die Story legen, weil ich glaube, das Storytelling, das, das Writing, also die Geschichten, die wir hier erleben können, wie sie geschrieben sind, wie die Figuren charakterisiert sind, was ja auch eine Stärke auch von Sandrock eben ist, dass jede Figur so eben ihren eigenen Charakter, die eigenen Eigenheiten hat, auch teilweise einfach blödsinnig ist und einfach auch dann nur ja einfach nur lustig und übertrieben, da ist auch ein bisschen ernsthaftere Töne drin. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie das weiter so machen, weil das die Stories in Sandrock und auch in Porsche die machen das ganze Spiel auch ein bisschen besonders und heben es auch ein bisschen ab. Weil, ich sag mal, so äh, Farming-Survival-Rollenspiele äh, und so weiter da gibt es die Sand am Meer. Ähm, man muss natürlich dann suchen, was hat man so als Besonderheit und bei Sandrock ist für mich auch diese Mischung aus Action, aus Farming, aus Social Spiel, wo man halt Leute kennen treffen kann und mit den Abenteuer leben kann und eben die, die große Hauptgeschichte und die Nebenquests eben das Besondere, weil die nicht so sagen wir mal so so flach und langweilig sind wie die vielen anderen Spielen, vor allem in vielen JRPGs oder so, wo du dann eben dauernd nur Nebenquests hast, wie heißt, bring mir das, hol mir jenen, jenes töte Nachbar Y Hol mal die Gurken aus dem Garten oder sowas. Ähm, das hast du hier eben nicht. Hier hat ja irgendwie alles irgendwie so einen gewissen Sinn. Und wenn es teilweise einfach nur Blödsinn war und du hattest eine romantische Story mit Unschuhe, aber die wäre total lustig, wenn er da im Schrank steht oder dir von seinen Steinen erzählt, dann denkst du, mein Gott, was, was ist das? Selbst der, der Schockbombe mit, mit Avio und seiner so Maske. Ich glaube, der ist den meisten im, im Gedächtnis geblieben. <laughs> ja. Ähm, aber das war witzig, muss man echt mal sagen. Also, dieser besondere Humor, auch dieser, wir die hatten ja auch einen englischen Schreiber, der zum Beispiel die Stories für Unschuld geschrieben hat, dieser englische Humor auch, der ganze Humor sowieso in Sandrock, in dass sich nicht so ganz ernst nimmt. Ich hoffe, dass es auch hier übertragen könnte, das Spiel. Wie gesagt, mir fehlt da noch ein bisschen der Charme, aber das ist auch nur an dem, was ich bisher so gesehen habe. Ich hoffe, dass das vielleicht durch die Charakterisierung der Figuren kommt und dass das Writing, dass das gut ist, dass wir da weiterhin Wert drauf legen, dass wir eine vernünftige Story haben. Die, die Main-Story in ähm, Sandrock, ich kenne jetzt die in Porsche nicht, aber die war ja schon wirklich gut, muss man sagen, dass es plötzlich Krieg in Sandrock gibt und dann dieser Twist mit den, mit den äh, Verrätern und allem und Grace als Spion und so, das war schon äh, wirklich gut gemacht und überraschend. Und für so ein Spiel hätte ich das jetzt auch nicht in dieser Dimension erwartet, da ist es doch meistens ziemlich viele Stufen flacher, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da haben sie echt gut abgeliefert und ich hoffe, dass sie es weiterhin können. Das ist nämlich eine der Stärken. Denn wenn die Figuren langweilig sind, dann verliere ich auch sehr schnell das Interesse, muss ich leider sagen. Ähm, weil ich brauche so ein bisschen, ja, so ein so Gegenpart auch so ein bisschen im Spiel, mit dem ich was anfangen kann und der nicht nur Stichwortgeber ist und sagt, der steht nun da und gibt mir die nächste Mission. Solche NPCs will ich nicht. Das ist mir mittlerweile. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr als zwei, drei Jahre Spielerfahrung, einfach inzwischen komplett zu langweilig. Und hier hast du wirklich Figuren, die so ihr kleines Eigenleben haben, ihre Eigenheiten, ihre eigenen Stories, ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Persönlichkeiten. Manche kann man mögen, manche muss man nicht mögen, manche mag man sehr. Äh, kann man irgendwann ins Herz schließen, manchmal sind lustig und bizarr. Teilweise auch. Wir haben ja auch bizarre Abenteuer in Sandrock erlebt. Aber die waren auch nicht mehr mit einem gewissen Humor. Und das Spiel hat sich nicht so ernst genommen. Und ich hoffe, dass wir es hier auch so machen. Ich denke mal schon. Mit allen die Animationen hier sieht, das eigentlich eins zu eins die Animation, die wir auch in Sandbox haben, wenn die da Bäume hacken und sowas. Also so viel Veränderung haben wir dann vielleicht ja dann doch nicht. Lass uns überraschen. Ab dem 24. September wird die Kickstarter-Aktion starten. Hier sieht man es ja auch und da hat man noch mal ganz kurz die Einblendung gesehen, dass das Ding dann eben nicht auf der äh, Switch erscheint. Das stand nämlich hier so ganz da. PS5, Xbox Series, XS und Steam. Ja, das ist natürlich für die ähm, Nintendo-Spieler so ein kleines bisschen Wermutstropfen. Aber wie gesagt, wenn das Spiel eh nicht so super läuft auf der Switch, ist es vielleicht auch nicht so ein Riesenverlust und irgendwann wird es bestimmt dann kommen. Nur auf PC oder auf der PS5 oder die neue PS5 Pro, die schweinend teuer sein soll, da kann man das wahrscheinlich natürlich ein bisschen flüssiger spielen. Aber. Auf der anderen Seite ist so ein Spiel dann auch vielleicht ganz gut, um auf der Couch zu spielen. Also wäre schade, wenn sie sich das äh, entgehen lassen. Naja, gucken wir mal, was uns erwartet. Wir werden es erfahren, was dann in der Kickstarter-Aktion so geboten wird, was man da auch möchte von den, von den Backers, also von den Leuten, die Geld ausgeben sollen für das Spiel. Wie weit man sich da einkaufen kann, gibt ja Leute, die da wirklich sehr viel Geld für sowas ausgeben, nur damit sie dann im Spiel als Bild erscheinen oder in irgendeinem Buch stehen, was auch immer. Ja, es ist natürlich immer Geschmackssache und wie man mit seinem Geld umgeht, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber man kann sich natürlich auch in einem Spiel beteiligen, man kriegt mehr mit, man kann schon mal eine Alpha spielen, das sind alles Sachen, da muss man entscheiden, ist das das für mich? Habe ich da überhaupt die Zeit und die Geduld, zu, eine Alpha-Version zu spielen? Mag zwar geil sein, oh, ich kann schon mal das Spiel spielen, alle anderen nicht. Das kann aber auch sein, dass du so eine kaputte Version hast, dass es überhaupt gar keinen Spaß hat. Ich hatte auch schon mal, ähm, was war da so eine Alpha-Version von, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, so ein Rollenspiel. Äh, ja, ähm, das war so verbackt, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und äh, hat sogar keinen Bock da weiterzumachen. Also, es ist nicht immer eine Freude, ähm, da früh mitzumachen. Da habe ich lieber eine spielbare Version, eine schöne Beta oder eine Demo oder sowas und kann da mich austoben, die schon stabil läuft. Also, irgendwie so eine kaputte Probeversion. Also, ne, nicht immer ist das so super, was sie da einem anbieten. Das muss man auch überlegen, was vernünftig ist. Und man kauft das Spiel natürlich auch im Grunde teurer ein, als wenn man es dann nachher vielleicht im Early Access hier auf Steam oder auf der Playstation kaufen würde. Hier wird es dann vielleicht, so weiß ich nicht, für, für 30 Euro im Early Access starten oder 25 oder so 20. Keine Ahnung, ich denke mal, die werden schon ein bisschen mehr nehmen wollen. Also für 20 Euro kriegen wir es wahrscheinlich nicht. Äh, aber als Kickstarter wird es wahrscheinlich mit 20 Euro nicht weit kommen. Also von daher... Ja, lass uns mal abwarten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Wie romantisch findet ihr die diese Figuren? Wen würdet ihr direkt daten wollen? Wahrscheinlich 99% Avery. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich finde den Typen immer langweilig. Spricht doch nie. Äh, ja, also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung hier zu dem Spiel ist. Und ähm, ja, ich lasse mich mal überraschen, hier sieht man auch wieder mal schon Spielerfiguren, die irgendwas zusammenzimmern und hier unsere klischeehafte Schöne vom Lande, das ist so klischee, also wenn man in Wikipedia Klischee aufschlägt, müsste man eigentlich dieses Bild hier sehen, die Blonde mit Strohhut und einem Korb voll Äpfeln, oh mein Gott, aber okay, äh, ja, Elviri heiraten, geil, ja, hier sieht man auch übrigens auch nochmal eine Kampfszene. Ich denke mal, das ist hier eher Artwork als aus dem Spiel. Aber die Gegner sehen hier auch ein bisschen anders aus. Also nicht mehr irgendwie so montierte Monster, sondern eher so ein bisschen realistischer gestaltet. Sie hat hier eine Knarre in der Hand, ein großes Klopperschwert. Das sind allerdings auch Waffen, die uns nicht so ganz unbekannt sind. Also man bleibt hier schon weiter in, im My Time universum drin. Und sie kam ja schon oft genug. Ja, das ist ein schönes Bild. Wie gesagt, von der Landschaft hier bin ich eher überrascht, dass sie eigentlich auf derselben Stufe ist die ein bisschen Centrock. Ist vielleicht auch ganz gut für die Performance. Nicht jeder will 2000 Euro für einen Rechner ausgeben, wenn er ein neues Spiel starten möchte. Jedenfalls ich weiß nicht. Und ähm, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, was ihr denkt. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's dann für heute erstmal und bye bye.